So, oh, hier ist natürlich auch schön. Ach, die armen Piraten. Was ist nur aus der Welt geworden, wenn Piraten hier zusammengepfercht werden? Trockene Baustelle hier. Können wir ja bald einen Film drehen. Guybrushs Liste, wenn das hier weiter so geht. Ich glaube, wir kommen vom Thema ab. Nutton Beach, 1 Kilometer. Was ist das denn? Rülpsen, jetzt wirst du aber eigensinnig. Wichtig an der Sache ist doch nur... Nein. Du vergisst die Bedeutung von... Schlafen. Nun, das ist natürlich klar. Aber was ist mit... Alter. Richtig, langsam verstehen wir uns. Sprechen wir jetzt über... Jetzt wirst du aber eigensinnig. Wichtig an der Sache ist doch nur... Rülpsen. Nein. Du vergisst die Bedeutung von... Schlafen. Nun, das ist natürlich klar. Aber was ist mit... Wer bist du? Ich bin Hellbeard, der Unbeugsame. Der Schrecken der 7 Meere. Hellbeard? Das ist doch... Das ist doch LeChuck. Hellbeard? Ich habe noch nie von dir gehört. Natürlich hast du schon von mir gehört. Ich bin der schrecklichste Pirat der Welt. Der heißt aber LeChuck. Ich habe in der Schule von dir gehört, du hast 70 Männer mit einem geschliffenen Löffel die Köpfe abgeschnitten. Mein Vater hat mir immer Gruselgeschichten über dich erzählt. Hast du wirklich 5 Schiffe mit deinem stählernen Blick versenkt? Ich habe gehört, dass du dich einmal mit dem Teufel wegen eines Päckchens Kaugummi duelliert hast. Moment mal, Hellbeard, der Unbeugsame, ist vor über 80 Jahren gestorben. Sehe ich etwa tot aus? Nein, du siehst wie ein Strumpf aus. Wenn du Hellbeard bist, wo warst du dann in den letzten 80 Jahren? Ich, schau, da drüben. Wer bist du? Ich bin Hellbeard, der Unbeugsame. Wieso kann ich immer nur mit einem von euch sprechen? Wegen diesem paranoiden Idioten, Admiral Cassava. Sobald er 3 oder mehr Piraten miteinander sprechen sieht, geht er davon aus, dass sie irgendein Komplott planen. Und dann beschießt er sie mit Kanonenkugeln. Kann er Piraten nicht von Puppen unterscheiden? Ich weiß nicht, ob sie es schon bemerkt haben, aber Cassava ist nicht besonders helle. Ja, ist mir aufgefallen, aber die Frage ist natürlich... Ich dachte, die andere Puppe wäre Hellbeard. Das hätte er wohl gerne. Das ist alles sehr merkwürdig. Kann ich mit dem Puppenspieler sprechen? Muss das unbedingt sein? Wir versuchen, ihn zu schützen. Okay, ich frag erstmal den anderen Krams. Achso, übrigens... Du bist erstaunlich gut rasiert für einen Kerl, der Hellbeard heißt. Tja, 80 Jahre unter dem Einfluss der ultimativen Beleidigung hinterlassen eben ihre Spuren. Wie? Ultimative Beleidigung? Weißt du zufällig etwas über die ultimative Beleidigung? Leider ja. Vor vielen Jahren war ich der letzte Pirat, der die Macht der ultimativen Beleidigung zu spüren bekam. Es ging höllisch schnell. Plötzlich war von meinem ehemals unbeugsamen Ego nur noch ein Trümmerhaufen übrig. Okay. Weißt du noch mehr über die ultimative Beleidigung? Sie hat mein Ego auf dem Gewissen. Reicht das nicht? Auch wieder wahr. Naja, eigentlich reicht das noch nicht, aber gut. Komm schon, lass mich mit dem Puppenspieler sprechen. Gut, in Ordnung. Aber mach keine schnellen Bewegungen. Ich bin zahm wie ein Delfin-Baby. Sie müssen Hellbeard sein. Wenn Sie das sagen, Sir. Ach, der sieht ja putzig aus. Sie sehen nicht wie ein furchterregender Pirat aus. Ich? Ein furchterregender Pirat? Das muss ein Missverständnis sein. Ich tue keiner Fliege etwas zuleide. Natürlich nicht. Aber Sie sind Hellbeard, der Unbeugsame. Sie haben ein ganzes Archipel mit einem Ruderboot und dem Kieferknochen einer Ratte namens Stinky geplündert. Oh Mann, das wäre mir viel zu brutal und abenteuerlich. Was ist denn nur mit denen? Wieso sehen Ihre Puppen aus wie LeChuck und ich? Puppen? Welche Puppen? Hey, Sie sind ein Arm- und Bein-Amputierter, richtig? Richtig, Sir. Sehr gut, Sir. Irgendwas ist hier ganz merkwürdig. Wenn es hier keine Puppen gibt, was machen Sie dann in einem Puppentheater? Ha, das müssen Sie mir erklären. Ich wohne hier, Sir. Was? Ich weiß, es sieht nicht sehr komfortabel aus, aber es ist erstaunlich geräumig. Und wahrscheinlich günstig. Ich kann nicht glauben, dass Sie in einem Puppentheater wohnen. Hm,
ein bescheidenes Häuschen für einen bescheidenen Mann. Kann ich mit der hässlichen Puppe sprechen? Puppe? Mit welcher Puppe? Mit der Puppe, die wie LeChuck aussieht. Hier gibt es keine Puppen, Sir. Der hört sich manchmal ein bisschen an wie, Eric Cartman. Kann ich mit der hässlichen Puppe sprechen? Puppe? Mit welcher Puppe? Mit der Puppe, die wie LeChuck aussieht. Hier gibt es keine Puppen, Sir. Ja, so ein bisschen Eric Cartman ist da schon mit drin. Mit der netten können wir auch nicht sprechen. Kann ich mit der netten Puppe sprechen? Puppe? Ja. Mit welcher Puppe? Hier gibt... Ja, natürlich gibt's ja keine Puppen. Aber etwas anderes gibt's hier. Ich lasse sie wohl besser allein. Zu freundlich, Sir. Wenn der Typ unter Einfluss der Beleidigung gelebt hat, können wir dem vielleicht auf die Sprünge helfen, dass er uns mehr verrät? Verwende? Können Sie mir helfen, das zu finden? Was ist das? Ein Bild der ultimativen Beleidigung. Der ultimativen Beleidigung? Oh. Hey, Sie haben Ihre Puppen vergessen. Mann, ich schätze, damit habe ich seiner angeschlagenen Psyche den Rest gegeben. Upsi, ich wollte doch nur wissen, wo ich die kriegen kann. Oder was damit auf sich hat mit den drei Gegenständen und wie man daraus eine Beleidigung kriegt. Die kleine Guybrush-Puppe ist schon süß. Auf der anderen Seite, wörtlich, ist die LeChuck-Puppe geradezu unheimlich. Nehmen wir natürlich beide mal mit. Das lege ich besser weg, bevor Cassava mit der Kanone nach mir schießt. Na, ist, glaube ich, ein guter Plan. So, was haben wir denn hier sonst noch auf der Insel? Den ersten Typen haben wir schon ausgeräubert. Anker. Zu schwer. Na gut. Betrachten? Zu schwer. Okay. Was haben wir hier noch? Betrachte, runtergekommenes. Na, 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 na. Was ist das da? Nichts ist das. Altes, runtergekommenes Ruderboot. Mit Sand bedeckt. Ah ja, spannend. Und hier sind irgendwelche Hütten von Piraten. Kommen wir da überhaupt hin? Nee. Huch. Flip, flip. Gibt's nur noch das Gebäude hier. Resozialisierungszentrum für Piraten. Woher kenne ich denn die Oma? Haben wir die schon mal gesehen? Sprich mit netter Lehrerin. Ach ja, aus Akt 2, aus der Vorschau haben die gesehen. Entschuldigen Sie, Ma'am. Was kann ich für Sie tun, junger Mann? Was ist das hier eigentlich? Das ist ein seltsamer Ort für eine Schule. Das ist keine normale Schule, Herzchen. Das ist das Ossimantrill Resozialisierungszentrum für Piraten. Resozialisierungszentrum. Wir machen aus barbarischen, stinkenden Piraten wie Ihnen saubere, produktive und höfliche Mitglieder einer aufstrebenden, konsumorientierten Gesellschaft. Das ist das gottloseste Verbrechen, von dem ich jemals gehört habe. Na, na, Herzchen, Sie haben es doch noch gar nicht versucht. Ich will auch gar nicht. Und vor allen Dingen die Frage ist doch, wieso erkennt uns sonst niemand als Pirat, aber die alte Vettel hier behauptet, wir wären einer, so ein stinkender Pirat. Sowas. Wissen Sie etwas über die ultimative Beleidigung? Was soll das sein? Ein mächtiger Voodoo-Talisman, der das Ego eines Menschen zerstört. Oh nein! In unseren Schulungsräumen sind Voodoo-Talismane aller Art strengstens verboten. Mr. Mandrill ist der Ansicht, dass der Voodoo einer der Hauptgründe für die ständig wachsende Piratenkriminalität ist. Na gut. Tja, weiß ich auch nicht. Wussten Sie schon, dass ein Irrer vor der Küste kreuzt? Sie meinen doch nicht etwa den tapferen Admiral Cassava? Tapfer? Er verhindert eigenhändig, dass die ungewaschenen Piratenhorden des Natin-Atolls in unser Paradies auf Jambalaya Island einfallen. Er ist ein Schwachkopf. Die tapfersten Männer sind immer ein klein wenig verrückt, Herzchen. Stirb! Ich bin es leid, ein schleimiger Pirat zu sein. Tragen Sie mich ein. Wunderbar. Nehmen Sie bitte einen Moment Platz, bevor Sie sich auf den Weg in eine goldene Zukunft machen. Guten Tag, Klasse. Ich bin Miss Rivers.
Ich heiße Sie im Ossimandrill Resozialisierungszentrum für Piraten herzlich willkommen. Die Akademie ist ein Tochterunternehmen der Ossimandrill Enterprises. Indem Sie durch diese Tür gegangen sind, haben Sie bereits einen mutigen Schritt auf Ihrer langen Reise gewagt. Eine Reise, die aus säbelrasselnden Piraten gesunde, normale und vor allem produktive Mitglieder der Gesellschaft machen wird. Und warum haben Sie sich zu diesem Schritt entschlossen? Weil wir keine andere Wahl hatten? Nein, Herzchen. Ihr seid hier, weil ihr ekelhafte Piraten seid, die es verdienen, in der Gosse zu enden und wie räudige Köter erschossen zu werden. So. In den nächsten Stunden werden wir nun gemeinsam versuchen, Ihre gesellschaftsfeindlichen, piratischen Abwehrmechanismen durch akzeptable und vermarktbare Verhaltensweisen zu ersetzen. Das könnte eine Weile dauern. Warum kommen Sie nicht später wieder? Sprechen wir zuerst offen über das Plündern. Stunden später. Und deshalb ist Kielholen so schlecht. Gut mitgedacht, Yangya. Kommen wir nun zur Abschlussprüfung. Ich stelle Ihnen drei Fragen, die 90% Ihrer Note ausmachen. Das klingt unfair. Komm mir nicht so, Schlaumeier. Tut mir leid, Ma'am. Fangen wir an. Yangya? Ja, Ma'am? Ein Fremder fragt Sie nach der Uhrzeit. Wie reagieren Sie? Ich sage dem Fremden höflich die genaue Uhrzeit und erkläre ihm den Weg zum nächsten Uhrmacher. Und Guybrush? Ja, Miss Rivers? Ein Angehöriger des anderen Geschlechts weist Ihre Avancen zurück. Wie gehen Sie damit um? Gute Frage. Ich gehe nach Hause und esse 23 Kilo Eiscreme. Ich verbreite hinter Ihrem Rücken hässliche Gerüchte. Ich setze mein Leben unbeeindruckt fort. Ich verwandle mich in einen blutrünstigen, furchterregenden Untot und terrorisiere die Säbenmeere, bis sie mich heiratet. Jawohl! Ich verwandle mich in einen blutrünstigen, furchterregenden Untoten und terrorisiere die Säbenmeere, bis sie mich heiratet. Oh mein Gott. Das ist cool, Mann. Und Mangel. Ja? Was haben Sie da im Mund, junger Mann? Kautabak, Ma'am. Haben Sie genug für alle hier? Natürlich, ja. Tja, das ist genau der Punkt, junger Mann. In diesem Klassenzimmer sind Piratenartikel untersagt. Geben Sie her. Tut mir leid, Ma'am. Oh Gott, Hilfe. Und Mangel? Ja, Ma'am? Nach einem heftigen Grockgelage macht sich Ihr 24-jähriger Freund über Ihre Frisur lustig. Wie reagieren Sie? Ich mache einen Witz über seinen fetten Grockbauch. Gut, okay. Zweite Frage. Guybrush? Ja? Bei der Lektüre einer Gedichtsammlung in der Bibliothek fällt eine Schatzkarte aus dem Buch. Wie reagieren Sie? Ich suche alle ehemaligen Leser des Buches auf und lege die Bastarde um. Ich suche alle ehemaligen Leser des Buches auf. Ich lege die Karte in das Buch zurück und stelle es wieder ins Regal, nachdem ich es gelesen habe. Ich informiere den Bibliothekar. Es ist schließlich seine Aufgabe, derartige Probleme zu lösen. Ich suche alle ehemaligen Leser des Buchs auf und lege die Bastarde um. Und nachdem ich deren Familien, Freunde und Haustiere getötet habe, suche ich den Schatz. Heiliger Josaphat! Oh, du schaffst es. Miss Rivers, Guybrush macht mir Angst. Mangel? Ja, Ma'am? Ihr Tofu-Burger wird durchgebraten serviert, obwohl Sie ausdrücklich einen blutigen Burger bestellt hatten. Wie reagieren Sie? Ich gebe der Servierschlampe den Burger unter lautem Fluchen zurück. Interessant. Und Yangya? Ja, Miss Rivers? Während Sie Weihnachtsgeschenke zu einem Waisenhaus auf einer benachbarten Insel transportieren, bemerken Sie ein Schiff, das offensichtlich überladen ist. Was tun Sie? Ich winke dem Kapitän freundlich zu und frage ihn, ob er meine Hilfe braucht. In Ordnung. Kommen wir nun zur dritten und letzten Frage. Mangel? Ja, Ma'am? Sie beobachten einen Mann, der einen Passanten mit einem Schwert bedroht. Was tun Sie? Ich metzle den Angreifer mit meinem treuen Schwert Winnie nieder. Jetzt Sie, Yangya. Ja, Ma'am? Ihr Kapitän hat sich entschlossen, Kurs auf das Teufelsdreieck zu nehmen. Wie reagieren Sie? Ich unterdrücke meine kaum spürbare, nicht erklärbare Angst und setze meine Arbeit fort.
Und schließlich Mr. Threepwood. Ja? Ein schmieriger Fremder bietet Ihnen einen Grog an. Was tun Sie? Ich trinke keinen Grog. Ich lehne freundlich ab und gebe dem Fremden einen aus. Ich knalle mir mit meinem neuen Freund die Birne zu, bis die Lichter ausgehen. Ich bedanke mich für den Grog. Ach Mensch! Ich bedanke mich für den Grog, vergifte seinen und raube den Dummkopf aus. Sie sind ein ungehobelter Bursche, Mr. Threepwood. Mann, und ich dachte, ich wäre ein herzloser Irrer. Ich habe Ihre Leistungen addiert und muss sagen, dass ich sehr unzufrieden bin. Mangel, ich fürchte, Sie haben nicht bestanden. Sie haben das Herz am richtigen Fleck, Kleiner. Aber Ihr Hirn liegt an einem eiskalten und dunklen Ort voller Spinnen. Verdammt. Ha, Janja, Sie sind auch durchgefallen. Wieso? Ich hatte alle Antworten richtig. Stimmt, Herzchen. Aber ich kann Sie nicht leiden. Das ist eine schreiende Ungerechtigkeit. So ist das Leben, Herzchen. Finden Sie sich damit ab. Und dann haben wir hier noch Guybrush. Guybrush, Guybrush, Guybrush. Ich bin nun schon viele Monate Lehrerin und ich kann mit gutem Gewissen sagen, dass Sie der dümmste Schüler sind, den ich kenne. Ich hatte schon Ohrenschmalz, das intelligenter war als Sie. Und um sicherzustellen, dass Sie diese Schule nie wieder betreten und um Sie für den Rest Ihres hoffnungslosen Lebens zu zeichnen, setze ich Ihnen diese Narrenkappe auf Ihren sturen Piratenschädel. Ich hoffe, dass die Demütigung schafft, woran die Erziehung gescheitert ist. Und jetzt verschwinden Sie aus meinem Klassenzimmer und lassen Sie sich hier nie wieder blicken! Ja, ich mag ein Narr sein, aber wenigstens bin ich ein mächtiger Piratennarr.